Here we go again, my friends, here we go again. Heidi ho, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, den Juten Romyard. Diesmal ein ganz anderes Game, und das soll auch eine Testaufnahme sein. Ich muss die jetzt auf 30 FPS runterschrauben, beziehungsweise die Aufnahmen werden versuchsweise weiter auf 60 FPS laufen. Aber bei mir spinnt alles rum und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja, es geht um das Spiel Feed and Grow Your Fish. So, es geht um einen Fisch, ihr fangt klein an und müsst euch langsam hocharbeiten. Maximal Level momentan 10. Ihr habt die Möglichkeit zu beißen, zu fressen und so weiter und so weiter. Ich mache das Ganze erstmal im Singleplayer, habe ein bisschen was eingestellt und gehe jetzt einfach mal auf Play. Ich bin gespannt. Ist jetzt auch für mich das erste Mal. Wie gesagt, ich habe bisher nur eingestellt. Ach, hier sind die ganzen Settings und was weiß ich nicht was. Select a fish. Welchen nehmen wir denn? Die können wir alle gar nicht nehmen. Wir müssen uns erstmal Geld erspielen. Wir nehmen denn den Piranha. Respawn 3, 2, 1 und los geht es. Press space if you're ready. Bin sehr gespannt. Oh, hier ist eine Strömung. Ui, Mutti. Flussaufwärts zu schwimmen hier. Strömung ist natürlich richtig lustig hier, keine Ahnung. Sind das meine Mates? Ich habe keine Ahnung. Lustig aussehen tut es ja schon irgendwie. Ah, guck mal da, hat sich einer versteckt. Oh lol, lol, der hat mich mit einem Happen gefressen, alter Vater, alles klar. Hab ich das gefressen? Wie krieg ich denn hier XP, verdammte? Da geht's flussaufwärts, wir möchten nochmal mal flussabwärts. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Wow. Müssen sogar ein bisschen aufpassen. Wow. Wenn die uns packen, dann packen sie uns richtig. Den kann man nicht beißen, alles klar. Das ist total bescheuert. Den kriege ich nicht mehr, der ist zu weit weg. Hier sind meine Piranha-Kollegen. So kriege ich aber XP. Guck mal eine an. Mach ich doch lieber erstmal hier unten die Dinger irgendwie. Als hier irgendwas anderes. Aber hier haben wir nichts mehr. Alles klar, hier ist Map-Ende, wie es aussieht. Hier, guck mal. Mal hier? Keine Ahnung, weiß keine Sau. Scheiß drauf. Alles einsam, was geht. Wow, ich bin echt gespannt, was uns gleich erwartet, wenn wir mal ein bisschen höher im Level sind.
Scheint ja echt so ein kleiner, ich will nicht sagen, Suchtfaktor zu sein, das Spiel. Auf jeden Fall ein Level Up. Aber das Spiel kann schon ein bisschen was. Das definitiv. Guck mal, die kommen vor die Lachse. Ach klar, den haben wir zerfetzt. Ach, die müssen wir zerfetzen, um dann restliche XP zu grapschen. Alles klar. Heißt also, hier müssen wir erstmal kräftig uns durchfuttern. Die können wir so einsammeln. Die müssen wir allerdings fressen hier. Oh. Jawohl. Sehr gut. So ein fetter Piranha, der sich hier durchbeißen muss. Nice one. Hier, komm, gib mir die XP. Jawohl. Wow, was ist das hier? Danger! Darf man noch nicht lang. Machen wir auch erstmal nicht. Aber wir kommen aber auch nicht zurück. Oder wir versuchen es hier unten irgendwie. Eine Strömung vorbei, komm. Haben wir geschafft, sehr gut. Oh, war jetzt aber scheiße knapp, mein Freund. Jawohl. Alles einsacken hier. Gib mir die XP. Ah, guck mal, da hängt einer fest. Alles futtern. Ui. Bekommen. Sehr gut. Wie gesagt, Level 10 ist das oberste Cap. Hier mal ran versuchen lang zu kommen. Strömung trotzen. Richtig gut gerade reingeschlagen, mein Kollege. Leck mich fett. Komm, saug ein, mein Freund. Hier, alles meins. Wie gesagt, lustig ist es ja schon irgendwie. Gegen sämtliche Fische bestehen muss. Wow. So, mal hier lang. Also wirklich wie so eine Arena aufgebaut. Das ist schon nice. Also es ist, wie gesagt, was Multiplayer angeht, soll es wohl eins der momentanen Suchtgames sein. Weil es ist für was anderes. Man ist hier wirklich so ein kleiner Fisch.
der sich versucht, irgendwie von Grund auf hochzuarbeiten bis Level 10 und gegen die anderen bestehen muss. Hier, ihr seht schon, wir werden größer und größer und größer. Wir haben hier unseren kleinen Freund momentan dabei. Und so ein bisschen unterstützt, ein bisschen Backup gibt. Ja, also praktisch, ich bin der stärkste Alpha-Männchen und die versuchen mir Rückendeckung zu geben. Da kommen wir anscheinend nicht hin. Nein, da ist zu stark die Strömung, dann geht's zurück. Hui. Gespannt, wie groß wir im Endeffekt werden können. 20 Coins haben wir schon geschafft, also zwei Level. Pro Level kriegen wir Coins, wie es aussieht, okay. Dann können wir uns auch zukünftige Fische dann freispielen, das ist schon mal nice. Gut zu wissen. Wow. Geschafft. Da sind größere Fische, guck mal. Yeah, den haben wir. Wo war der andere? Der muss auch hier irgendwo sein. Ah, guck mal da. Oh, nicht da lang, können wir hier lang. Hier, guck mal, wie viele Fische. Ist jetzt mal die XP gefressen, du Arsch? Was? Ah, hier sterben wir alle, alles klar. Da dürfen wir also nicht lang. Das heißt, ja, versuchen wir mal hier weiterzukommen. Hui, natürlich wieder Level zu kriegen. Oh Gott. Erst mit diesen komischen Teilen hier unten. So, nur gemeinsam sind wir stark, heißt ja immer. Wie gesagt, das ist jetzt der Singleplayer. Natürlich kann man im Multiplayer davon ausgehen, dass es nicht so einfach ist. Aber jetzt zum Testen, ich musste einfach so einen Singleplayer starten. Also als Säuling denke ich mal, man hätte keine Schnitte gehabt. Ich finde das Setting total geil, ne? Du bist halt mal statt irgendwie irgendein Soldat, bist du mal ein kleiner Drecksfisch. Was heißt Drecksfisch? Irgendein Fisch? Der versuchen muss, groß zu werden. Das finde ich halt nice. Jawohl. Komm, alles aufschlürfen, was geht. Gleich Level up. Komm, haben wir gleich geschafft. Wir haben Level up. Ich bin grad
eben irgendwo einen Fisch gesehen. Da. So. Wo ist er hin? Wow, kannst du leicht die Orientierung verlieren? Alter Vater. Da unten sind nochmal diese komischen Korallen. Noch ein Level up. Oh, ich bin Level 5. Hab ich eben mein Level behalten? Jo, Junge. Wow. Oder kriegen wir pro gekillten Fisch irgendwie XP? Ich weiß es halt nicht. Wir müssen mal gucken. Abwarten. Was geht mit euch ab hier? Komm mal mit, ihr kleinen Scheißer. Wow. Level 6. Irgendwas versteckt. Ne, sieht nicht so aus. Okay, geht's flussaufwärts. Versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Müsste auf jeden Fall am Rand schwimmen, das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt, weil die Strömung am geringsten ist. Wow. Aber weiter scheine ich nicht zu kommen. Also hier ist das Ende der Karte. Sechs Level haben wir schon. Wow. Ich habe bei einem anderen Let's Player gesehen, es gibt hier später auch sowas wie Haie und so, die man sich erstellen kann wohl. Da bin ich halt irgendwie scharf drauf. Ich habe jetzt echt gedacht, dass sich am Anfang irgendwas aussucht und mit dem Charakter praktisch spielt. Aber gut, dass man hier die Punkte verdienen muss, erstmal finde ich gar nicht so verkehrt. Es ist nicht geschenkt. Er arbeitet. Das ist okay. Jetzt gucken wir, warte mal hier. Nur schauen bis zum Schild. Und dann soll... Sehr gut. Hier sind halt viele, viele Fische. Ich
Okay, wir dürfen da nicht nach oben. Da oben ist vorbei. Wegen da am besten nicht.